Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Deus Ex Mankind Divided auf Kellerkind.org. Wir hatten hier in der letzten Folge einen heftigen Fight aufgrund der Tatsache, dass wir hier mehr als total versagt haben. Ja, so, jetzt gerade hier erstmal ein bisschen looten. Was der Typ eingesteckt hat, echt der Wahnsinn. Und wir haben es dann, unschön aus einem Gang gelöst. Bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden mit der Lösung, aber Gott, was der einstecken konnte, echt der Wahnsinn. Aber das nenne ich mal Bossgegner. Was ist denn jetzt meine... was bist du? Nein, du bist Elite Edition. Und Gefechtsgewehr. Gefechtsgewehr. Zerlegen. Tschüss. Ich hasse das, wenn sich hier das Inventar die ganze Zeit dreht und wendet. So. Haben wir hier noch irgendwas Schönes liegen? Ich glaube, hinten lag noch irgendwas. Da wäre noch ein Gang gewesen. Also, puh. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es ja auch irgendwelche 33 Tricks, wie man das machen kann, ohne sich hier komplett um Kopf und Kragen zu zerballern. Aber gut, hat doch trotzdem funktioniert. So, Gefechtsgewehr, tschüss. Naja, hier lag auf alle Fälle schon mal einiges an Munition. Das ist schon mal... Wenn ich mich nicht so angestellt hätte, hätte ich hier auch mehr Ammo gehabt. So, ich darf nur gleich nicht vergessen, die... Oh, geht's noch weiter? Gibt's hier noch was Hübsches? Okay, hier kommt man hoch und dann da hinten hin. Schauen wir doch mal. Hätte mich das hier auch zu einem exponierten Standort geführt. Ah, damit wäre ich hier in das Büro reingekommen. Gott, was ich an Medkits verballert habe, da will ich jetzt gar nicht dran denken. Oh, ein PDA. Lesen wir mal. Schon, im Keller steht kistenweise. Ja, kistenweise. Rien de Venet. Dieser Brown hat keine Kosten gescheut, was. Egal, kannst du mal runterschauen und uns sagen, wie wir das Zeug am besten unter die Leute bringen. Danke, Terry. Ja, es tut mir ja irgendwo echt leid, dass ich die ganze Party gesprengt habe, aber oh, ein Dreieckscode. So, liebe Leute, haltet die App bereit. So, und bitte scannen für diejenigen, die sich den Content anschauen wollen. So, das dürfte gereicht haben. Wer nicht ganz so schnell war, kann ja das Video pausieren. Gar kein Problem. Wir sollten ein bisschen mehr mit der Pistole agieren, habe ich das Gefühl. Dann laufen wir jetzt mal ein bisschen mit der Pistole durch die Gegend. Soll mir recht sein.
So, war das jetzt hier in dem Raum alles? Oh, schön. Hätten wir von oben uns abballern lassen dürfen. Oh, noch mehr Sicherheitsraum. Ist ja cool. So, noch ein PDA. Ja, gut, das kennen wir. Revolver-Munition. Ah, das gefällt mir gut. Revolver-Munition ist klasse. So, hier liegt aber sonst... Doch, der ist noch da. Hallo? Gut. Ich meine, ey, wer soll denn hier bitte schon überall hinlaufen während dem Kampf? Mal so ganz ehrlich. So, aber wir haben 2 Praxispunkte, die wir jetzt erstmal sinnvoll investieren. So, was machen wir denn Schönes? Was machen wir denn Schönes? Den Schutzkram habe ich ja das letzte Mal komplett ausgebaut. Die Markierung wäre vielleicht ganz cool. Was haben wir denn hier? Ah, mit Rückstoß und so weiter. Was haben wir hier? Oh, schnellere Ladegeschwindigkeit. Und Ziel. Oh, Stabilität. Das gefällt mir. Was haben wir noch? Den Quecksilber-Reflex-Booster. Oh, wir könnten die Zeit verlangsamen. Diesen Sprint, den der Typ auch hatte. Und das hat einen hohen Energieverbrauch. Das gefällt mir nicht. Peps. Peps war immer lustig in Deus Ex. Dass das ein... Achso, wir spielen ja vor dem ersten Deus Ex. Ah, und hier war das alles noch experimentell. Ich verstehe. Ja, Typhoon. Auch lustig, aber wir brauchen ein bisschen viel Munition. Ist auch ziemlich teuer. Was haben wir denn hier im Gesundheitssystem? Weil uns ist ja eben ziemlich schnell die Puste ausgegangen. Gesundheitsregeneration, den Standardgesundheitswert. Oder, ja, wir machen erstmal hier. Und bringen erstmal unsere Gesundheit hoch. Auf maximale Gesundheit. Und dann schauen wir mal die Regeneration weiter. Zerlegen. Dann dürfen wir soweit sein. Wie sieht es bei dir aus? Was kannst du? MP und Pistolen. Ah, das ist cool, wenn wir gegen. Hätte ich eben machen sollen. Okay. Gut. Können wir da noch irgendwas auftunen? Ach, ist das schön. Nein. Das ist Munitionskapazität. Was ist das obere? Egal. Machen wir alles.
Also es sieht irgendwie aus, als wäre da irgendwie ein Fenster dahinter oder so. Da passt auf alle Fälle irgendwas nicht. Dankeschön. So. Sehr schön. Die haben wir auch maximiert. Und wenn wir noch ein bisschen was hätten, könnten wir die noch auf Salvo umstellen, aber das will ich gar nicht. Gut. Dann speichern. Und dann ziehen wir mal weiter vorwärts. Ja, ja, schlag dir nur Alarm. Na, kommt raus. Jo, herzlichen Glückwunsch. Dich habe ich erfolgreich umgehauen. Meine Herren, angesichts des derzeitigen Sicherheitsrisikos haben wir beschlossen, den Empfang auf die untere Etage zu beschränken. Das Mezzanin ist gesperrt. Der Zugangscode ist 1515. Bitte sorgen Sie dafür, dass sich niemand verirrt. Tja. Naja, ist ja alles nochmal soweit glücklich ausgegangen. Hoffe ich jedenfalls. So. Oh. Oder auch nicht. Das tut mir echt leid. Das tut mir echt leid. Aber was will man machen? Sind halt Terroristen. Ivan, wir haben den Sicherheitsraum in die Empfangshalle unter Kontrolle. Dein Team hat ab sofort Luftunterstützung. Alle Kameras in diesem Bereich gehören uns. Falls du auf sie zugreifen willst, gib am Kontrollterminal einfach Arcturus an. Hier bin ich sicher. Ja, ganz bestimmt. Ah, sehen wir, hier lebt doch noch einer. Wohl nicht die beste Party des Jahres. Mein Gehirn, ja gut, das hatten wir schon. So.
So, wie kommen wir denn jetzt hier hoch? Ihr habt euch wieder beruhigt. Ja, oder auch nicht. Ist noch eins hoch. Erstmal speichern. Mal gucken, was hier oben abgeht. Wunderschöne Teile. Schon im Keller, ja gut, das kennen wir auch. Na, ja, da kommt einer. Sehr schön. Ich muss sagen, wo ich mir jetzt hier nicht mehr ganz so viel Mühe gebe, macht das Spiel auch erstaunlich mehr Spaß. Ja, ich glaube, wir werden das Ganze jetzt ein wenig aggressiver spielen. Wenig mehr Spaß mit der ganzen Geschichte haben. Noch ein Dreieckscode. So, bitte einmal scannen für die Leute. 5. 4, 3, 2, 1 und weiter geht's. Oh, ich will hier raus, danke. Waren wir ja heute echt fleißig. Hier noch irgendwo Dingsmunition dabei. Irgendwo Elektromunition. Das ist EMP Schrot. Oh, habe ich 180 Schrot? Nicht. Das gefällt mir ja sehr. Wenn ich dafür ein Makro hätte, wäre das geil. Ja. Du, du, du. Nicht mehr lang. Na komm, lauf an mir vorbei. Kann man mal ein bisschen Ammo sparen. Muss ja nicht gleich so viel Krach machen. Ich hätte das mit dem Scrappen viel früher machen sollen. Oh mein Gott. Wir uns die ganze Zeit beschränkt haben. Ist halt ein bisschen nervig, dass wir die ganze Zeit nur in Menüs rumhängen. Eine Zugangskarte.
Roland, ich habe Termitladungen in den Treppenhäusern angebracht. Keine Strukturschäden, uns soll ja nichts auf den Kopf fallen. Aber genug, um jeden zu behindern, der aus den unteren Etagen an der Party teilnehmen will. Slava sagt, er kontrolliert die Aufzüge, also dürfte es keine Probleme mit den ungebetenen Gästen geben. Ich mache jetzt mit Ziel B weiter. Das wird eine Riesenshow. Hallo Victor, ich bin unentdeckt angekommen. Lieferung der Dwalis vor Ort, wie erwartet. Champagnerlieferung vor Ort, wie erwartet. Richte im Lager Fernsteuerungsterminal ein. Vorausteam hat Tavos infiltriert. Slava hat Netzwerk infiltriert. Sicherheits- und Verteidigungssysteme unter unserer Kontrolle. Wir haben das Apex übernommen. Erwarten deine Ankunft. Wann wird das sein? Roland. Ausgezeichnete Arbeit, Roland. Ankunft in 12 Stunden. Sei bereit. Ja. Sau. Der hat ganz schön was auf dem Deckel gehabt. Oh, das wollte ich nicht hochheben. So, haben wir hier noch was. Spani, die ist drin. Na, Betäubungsfahrt. Falls wir mal wieder leise sein müssen. Dass ich das nicht mit einem Buttondruck machen kann, das finde ich ziemlich doof. Jo, Credits. Sehr schön. So, speichern und weiter geht's durch die Tür. Hinter der Empfangshalle geschickt. Ich wollte sie aufhalten, aber ich bin hier gelandet. Jim, es tut mir leid. Nein, es ist nicht Ihre Schuld. Klar, Sie sind ein guter Agent. Moment, nein. Doch. Sparen Sie Ihre Kräfte. Nein. Hören Sie. Das... Das wollte ich nicht sagen. Sondern... Sie sind ein guter Mann, Adam. Trotz aller Zweifel. Ich wusste es. Immer. Oh, Chef. Naja. Mac. Miller ist tot. Sie haben die Orchidee eingesetzt. Oh nein. Was ist mit Brown und den Delegierten? Das werden wir gleich feststellen. Ich melde mich, wenn ich sie finde. Okay, sonst ist hier nichts mehr. Tanten Onkel. Um sind zwei. Okay.
Ah, sehr gut. Standardgewehr. Richtig vielen Partikel sieht man kaum was. Wow, Fug, Fug, Fug. Boah, Giftgas, Giftgas ist böse. Musste für den aber eigentlich auch nicht gefallen. Na komm, fall um. Danke. Hab ich hier noch was anderes als... Ne, Mist. So, Gesundheit erstmal wieder ein bisschen hochziehen lassen. So. Das mal so. Oh. Ich habe ja... Hallo? Warum kann ich die nicht wechseln? Geht das nur mit der normalen Schrot? Schade. Okay. Das ist aber doof. Das ist aber sehr doof. So viel Schrotmunition, dann kann ich die nicht mehr benutzen. Ich glaube, dann lassen wir die Devastator doch hier. Obwohl ich die echt cool finde, aber dann bleiben wir bei der taktischen. Und rüsten die dann halt ein bisschen auf. Weil mit der können wir dann nämlich... Na, komm. Ach, die kann EMP und normalen Schrot. Aber keine... Okay. Ist ja interessant. Naja, gut. Sturmflut ist aktiv. Befehle ausführen. Führt die Orde 66 aus. Gut, das können wir ja schon. Falls jemand zum Catering-Bereich zurückgeht, soll er bitte meine Codekarte mitnehmen. Ich habe mein Duplikat dort gelassen, in der Nähe des Computers in unserem Sicherheitsbereich. Okay. Ja, das ist auch egal. Hier hätte man sich ein bisschen durchsteffen können. Wenn man nicht so wie ich mit der Dampframme vorangeht. Machen wir uns das für den Rückweg mal ein bisschen einfacher. So, ich müsste jetzt alle haben, oder? Hab ich noch was zum Scrappen? Ja, dich.
Liegt hier noch irgendwas? Da geht noch eine Treppe hoch. Ja, übelst. Ne, hier ist nichts mehr. Okay, da hinten sitzt Bösi. Na komm. Gott, diese Goldhelme sind ja geil. Kann ich mir auch so einen Goldhelm aufsetzen? Das war aber eng. Ich lass mich doch hier nicht in meinem Spiel reinlegen. Also, wenn das schneller gehen könnte, dass ich das schneller scrappen kann, das wäre echt geil. Vielleicht kennt hier irgendjemand irgendeine Möglichkeit. Oh, okay. PDA hatte ich schon. Oh, wie viele Teile wir jetzt gerade. Nee, doch noch nicht. Ja, Sturmflut ist aktiv. Doch, hatte ich schon. Wie schnell wir jetzt Teile zusammenbekommen, ist ja echt Wahnsinn. Also jetzt kommt hier Tempo rein. So gefällt mir das. Also ich bin schneller auf Q, als dass ich mit Q drücken bin. Das ist schlimm. Hallo, ich will das Ding aufsammeln. Danke. Irgendwie... Achso, dadurch, dass ich jetzt über 1000 bin. Ja, dann bauen wir doch gerade mal ein bisschen weiter. Du bist fertig, glaube ich. Genau, du bist maximized. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die taktische Schrotflinte. Ist mir egal, ja. Das ist echt blöd hier mit dem Overlay. Was auch immer da los ist. Ich mache mich mal für die nächste Aufnahme schlau, ob man das irgendwie wegkriegt. Vor allen Dingen, das ist immer nur, sobald wir das zweite Ding weg haben. Schaden. Sehr nice.
Cool. Oh, wir können Laser drauf montieren. Cool, das machen wir. Ist sehr cool, dass wir immer genau so viel sammeln, wie wir brauchen. Cool. Da müssen wir hin. Fuck. Ah, scheiße. Ah, Mist. Okay, das war dumm. Oh, mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Fuck. Wo hat er denn jetzt das letzte Mal gespeichert?